Ich sitze aktuell im Cockpit eines Tornado-Kampfjets. Wir sind auf der Aeromesse in Friedrichshafen. Heute geht es um die Luftfahrt und euch nehmen wir mit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht der Blaulichtkanal auf einer Luftfahrtmesse? Zunächst einmal, wir sind hier am Bodensee, wie ihr hinter mir seht, wir sind an der Messe hier in Friedrichshafen, die Aeromesse. Wir sind hier, weil es hier super viele Schnittmengen auch zu uns gibt, zum Katastrophenschutz, zum Rettungsdienst und auch zur Feuerwehr. Vor allem das Thema Drohnen im Katastrophenschutz ist hier ein ganz großes Kernthema auch auf der Messe. Natürlich gibt es hier auch Rettungshubschrauber, die Bundeswehr ist da mit einigen interessanten Sachen, ADAC, viele Hilfsorganisationen, also es gibt viele Schnittmengen und wir gehen jetzt mal hinten in die Messehalle oder in die Messehalle und schauen mal, was es da so gibt. Ich denke, es wird viel Spannendes heute hier zu sehen sein. Also bleibt dran, kommt mit. Mein Name ist Tobias Brezel. Ich bin der Projektleiter der Aero Friedrichshafen. Die Aero Friedrichshafen ist die wichtigste und größte Messe der allgemeinen Luftfahrt, der General Aviation in ganz Europa. Wir finden jährlich statt hier am schönen Bodensee in Friedrichshafen. Heuer zum 29. Mal. Vom 19. bis zum 22. Wir haben hier 672 Aussteller in diesem Jahr aus 35 Nationen, sind eine sehr internationale Messe, ein Fokus ganz wichtig auf Innovationen, auf nachhaltige Luftfahrt und wir haben ein wichtiges Thema hier auch unter ganz vielen und das ist eben auch das Thema Drohnen im Einsatz bei BOS-Kräften. Wir sind nun in der Halle angekommen, in der wir nun die Drohnen finden werden. Auf vielen anderen Messen haben wir auch schon Drohnen gefunden, wie zum Beispiel auf der Interschutz oder auf der Röttmobil. Da sieht man vereinzelt auch das Thema der Drohnen. Allerdings hier natürlich eine gesamte Halle, die sich nur dem Thema widmet, Search and Rescue. Hier von der Polizei Baden-Württemberg über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das DRK ist da, die Feuerwehr ist da, ASB ist da und alle zeigen, wie sie ihre Drohnenstaffeln zum Beispiel aufgebaut haben. Wir haben ganz viele unterschiedliche Themen von eben der Drohne bis zum Business Jet. Es gibt hier Hubschrauber zu sehen, es gibt hier Ultraleichtflugzeuge zu sehen, Business Aviation und auch jede Menge Content in Form von über 270 Konferenzen. Man hat hier jede Menge Auswahl in 11 Ausstellungshallen, einem Static Display im Freigelände. Und das Besondere an uns hier am Messeplatz ist, wir haben in jeder Halle Fluggeräte, Flugzeuge, Tragschrauber, Helikopter, alles stehen. Denn was uns als Messegelände besonders interessant macht, ist, neben uns, das könnt ihr vielleicht auf Google Maps sehen, ist direkt unser Flughafen. Das heißt, wir haben hier optimale Voraussetzungen am Standort, um die Aero als Flugzeugmesse jedes Jahr zu veranstalten. Neuheiten im Thema Drohnentechnik und unbemannte Luftfahrt, alles das hier in der Halle und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, sondern gehen direkt zu unseren Kameraden des Roten Kreuzes, die hier vom Bayerischen Roten Kreuz da sind und ihre Drohnenstaffel vorstellen und die checken wir mal direkt ab, kommt mit. Angekommen hier am Stand vom BRK mit der Drohne. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Kameraden treffen, die auch das rote Plus auf dem Ärmel tragen. Wie ihr wisst, sind die meisten von uns vom Blaulichtkanal auch in der Bereitschaft tätig und dann ist es natürlich cool, auch hier in Austausch zu kommen. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal die Kameradin hier ins Bild und die erzählt uns einmal, warum sie hier sind und was sie hier machen. Dazu, Melissa, stell dich kurz vor und erzähl vielleicht den Zuschauern mal, warum ihr hier seid und was ihr macht. Sehr gern, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Melissa Wagner. Wir sind hier mit der Fachgruppe UAS. Wir kommen aus dem nordbayerischen Landkreis Tirschenreuth und vertreten hier auf der Aero, genauer gesagt auf der Aero Drones hier in dieser Halle A2, das Bayerische Rote Kreuz als Landesverband. Okay, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was habt ihr alles dabei und was braucht ihr so im Einsatz? Naja, dabei haben wir mal zwei von unseren Fluggeräten. Hier einmal unseren X8 Multicopter. Der ist damals genauso gebaut worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir haben gesagt, unser Copter muss diese, jenen Sachen können und haben dann einen Hersteller gesucht, der uns den so genauso baut, wie wir das möchten und brauchen. Ein konkretes Beispiel, dieser hat 8 Rotorenpaare, einfach zur Ausfallsicherheit. Wenn wir über Einsatzstellen fliegen, ist es uns ganz, ganz wichtig, dass das Gerät nicht runterfallen darf.
Wenn ich nur 4 Rotorpaare habe und mir fällt ein Arm aus, logisch, komme ich ins Ungleichgewicht und dann fällt er runter. Das wurde hier vermieden. Dieses Gerät ist 2017 gebaut worden, also ist schon eine Weile bei uns, ist technisch zugegebenermaßen nicht mehr am neuesten Stand, aber es fliegt noch und deswegen nutzen wir es auch noch und sammeln aktuell Spenden für eine Neuanschaffung. Hinter dir haben wir etwas kleineres Flugobjekt. Genau, schnapp's dir einfach mal. Das bringe ich natürlich viel, viel schneller in den Einsatz, aber ist auch nicht so ausfallsicher. Also ich muss mir immer überlegen, was habe ich für ein Einsatzszenario und je nachdem kommt halt dann der Große oder der Kleine zum Einsatz. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel einer Vermisstensuche. Ich glaube, das können sich die meisten vorstellen. Dann finde ich was, dann habe ich eine Wärmequelle, dann muss ich ermitteln, was habe ich jetzt da gefunden. Und für diesen Zweck haben wir ein Quad mitgebracht, einfach um das auch den Leuten zu zeigen, was passiert, wenn die Drohne jemanden gefunden hat. Dann brauche ich einen Trupp, entweder zu Fuß oder eben hier beispielsweise auf dem Quad, der rausfährt und schaut, was haben wir da gefunden? Ist es wirklich ein Mensch? Mhm. Ist es ein Tier? Was leuchtet da jetzt warm, um dann den Ganzen auf die Spur zu kommen? Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Es gibt ja immer mehr Drohnenstaffeln, sage ich mal. Es ist ja langsam im Kommen, aber für den einen oder anderen ist das Thema Drohnen im Katastrophenschutz vielleicht noch recht weit entfernt, der da jetzt noch nicht so den Hintergrund hat. Jetzt kannst du vielleicht einmal erläutern, was sind noch so eure Aufgaben mit der Drohne und vielleicht auch, wie oft seid ihr damit unterwegs? Das ist ganz unterschiedlich. Also klar, Vermisstensuchen werden nicht geplant, Brände werden nicht geplant. Also wie der Piepser geht, so fahren wir raus. Geplante Sachen wie jetzt hier die Aero oder wir waren letztes Jahr auch mal im Ahrtal, das kommt dann schon öfter vor. Wir haben hier hinten einmal unsere Einsatzszenarien aufgegliedert. Das sind um die 20 Stück. Aber einfach, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, wenn es jetzt heute brennt, ein Haus brennt, wir haben einen Dachstuhlbrand und die Feuerwehr löscht es, dann können die ja nicht drauf schauen, wo habe ich jetzt vielleicht noch Glutnester. Und das ist auch eine Aufgabe, die die Drohne übernehmen kann. Mittlerweile, wie du schon sagst, ist auch bei der Feuerwehr die Drohne im Kommen, aber halt noch nicht flächendeckend. Und deswegen unterstützen wir auch hier gerne organisationsübergreifend. Jeder, der es für irgendeinen Zweck brauchen kann, auch Unfallaufnahmen zum Beispiel. Für die Polizei haben wir schon angefertigt, wenn da irgendwas passiert ist und es muss von oben einfach ein Bild von dieser Straße, von dieser Schadenstelle gemacht werden, dann übernehmen wir das gern. Okay, perfekt. Dein bisheriges Feedback zur Messe? Spannend, groß, laut. Okay, alles klar. Euch noch viel Erfolg hier und vielen Dank. Vielen Dank. Danke, euch noch bis viel dann. Spaß. Jo, ciao. Und eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt, ihr seht, das Hubschraubermodell hinter mir, wir sind bei HeliFlight. Das ist genau das Modell, in dem ich auch meinen ersten Flug hatte beim Tag der offenen Tür der Johanniter Luftrettung. Übrigens HeliFlight bei uns aus der Region Reichelsheim. Die stellen die Piloten für die Johanniter Luftrettung und da werden auch die Flugstunden gesammelt. Also sehr interessant und besonders cool für mich, denn ich war schon in der Maschine und bin da schon mitgeflogen. Reflight Checklist. Hier gibt es kein Knüpp. Alles an. Alles klar. Captain, ich glaube, wir können. Ready for takeoff. Ready for takeoff. Erstmal Gas. Ich mache die Lenkung. Du kümmerst dich um den Schub. Jawohl. Denk dran, diesmal langsam hochziehen. Und los geht's. Ja. Okay, alles klar. Ja, das hört sich gut an. Hallo, ich bin Sarah Tekeste. Ich gehöre zum Ortsverein Friedrichshafen. Wir sind heute hier auf der Aero mit unserer Drohnenstaffel. Wir kommen direkt von hier. Unsere Drohnenstaffel besteht derzeit aus ungefähr 20 Mitgliedern. Genau, es ist überhaupt nicht kompliziert. Wir haben eine Schulung gehabt, einen Lehrgang, haben dann im Anschluss den Kenntnisnachweis gemacht beim Luftfahrtbundesamt. Genau, und heute sind wir hier. Wenn wir alarmiert werden, dann in der Regel zu Sucheinsätzen, Personensuche, Vermisstensuche. Es geht aber nicht nur um die Menschenrettung, sondern auch um die Tierrettung. Wir unterstützen zum Beispiel auch Landwirte bei der Rehkitzsuche. Wie kommt die Drohne jetzt aber an den Einsatzort? Wir haben in unserer Fahrzeughalle einen Schrank, in dem unsere Drohne drinsteht und wenn wir alarmiert werden, dann holen wir die da raus, packen die in einen MTW ein und fahren dann in den Einsatz.
Nicht immer, aber manchmal wird unsere Komponente IUK mit dazu alarmiert. Im Hintergrund seht ihr unseren Einsatzleitwagen, der in einem solchen Fall mit rausfährt. Viele Ortsvereine denken, dass es ein Riesenkostenaufwand ist, sich eine Drohne anzuschaffen, da in der Regel davon ausgegangen wird, dass man ein eigenes Drohnenfahrzeug braucht. Das ist nicht der Fall. Wir kommen mit unserem MTW super zurecht. Wir konnten uns bisher sehr gut mit anderen BOS-Organisationen austauschen und hoffen natürlich auch etwas von unserem Wissen weitergeben zu können. Ja, hallo, mein Name ist Major Florian Geisler. Ich bin von der SAR-Staffel der Bundeswehr und wir stehen hier vor dem neuen SAR-Hubschrauber, einer H-145. Der Unterschied zu einem normalen Rettungshubschrauber, den wir von ADAC oder DRF kennen, ist schlichtweg, dass wir ein klein wenig mehr Ausrüstung mitführen. Wir haben dabei eine Wärmebildkamera. Wir haben immer dabei eine Winde, die haben viele zivile Rettungshubschrauber nicht. Und wir haben auch die Möglichkeit, mit einem abnehmbaren Außenlasthaken Außenlast zu fliegen. Beispielsweise ein Bambi-Bucket, was hier vor mir sich befindet. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, mit einer Mobiltelefonortungsanlage, auch mit Mobiltelefone zu orten, um so vermisste Personen oder auch Besatzungen von abgestürzten Luftfahrzeugen zu lokalisieren. Des Weiteren haben wir mit unserem Search and Rescue Auftrag ja die Aufgabe, vermisste Luftfahrzeuge zu finden und zu suchen. Dafür haben wir einen Peiler eingerüstet und wenn irgendwo in Deutschland ein Notsignal ausgelöst wird, können wir mit diesem Peiler eben dieses Notsignal lokalisieren und so ein abgestürztes Flugzeug dann auch finden. Hallo, ich bin der Marvin. Herzlich willkommen am Messestand von der Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariterbunds Baden-Württemberg aus der Region Karlsruhe. Die Besonderheit bei uns ist, dass wir 2017 schon mit der Drohnenarbeit begonnen haben und seitdem auch einen Gerätewagen-Drohne besitzen, den wir euch jetzt kurz vorstellen wollen. Der Gerätewagen-Drohne ist ein ehemaliges BAG-Fahrzeug vom Bundesamt für Güterverkehr. Das heißt, alles, was wir an Einrichtungen als Ausbau sehen, war bereits vorhanden und wir haben die Bestückung entsprechend den Gegebenheiten angepasst. So haben wir zum Beispiel hinten neben zwei Drohnen des Herstellers Unique auch dazu passende Kameras und Rotoren im Koffer verlastet, Aggregate, um sowohl das Fahrzeug als auch die Ladekoffer für die Drohnen zu versorgen und haben weiteres Material wie Start- und Landeplane, Verkehrsleittechnik oder eben auch einen großen Monitor hier unten noch verlastet, womit wir eine Bildübertragung an der Einsatzstelle für die Einsatzleitung gewährleisten können. Hier sehen wir unsere aktuelle Einsatzdrohne, eine DJI Matrice 210, die den Vorteil hat, dass sie zwei Kamerasysteme tragen kann, in dem Fall kombiniert visuell und thermal und auf der linken Seite noch eine Zoom-Kamera. Es ist aber auch möglich, andere Sensorik oder Technik dort zu befestigen. Zum Beispiel beim Sucheinsatz bei Nacht montieren wir statt der Zoom-Kamera einen Suchscheinwerfer und können damit ein breites Spektrum an Einsätzen abdecken. Wenn wir weiter ins Fahrzeuginnere schauen, haben wir dort zwei Arbeitsplätze, wo unter anderem der Auswerter arbeitet oder auch das ganze Thema Lademanagement stattfindet, wo wir nochmal einen weiteren Ladekoffer haben, in dem vier weitere Akkupaare sind, die im Einsatzfall kontinuierlich geladen werden, sodass wir quasi unendlich fliegen können mit kurzem Zwischenstopp zum Akkuwechsel. Im Innenraum haben wir im Einsatzfall zwei Monitore aufgebaut, auf denen wir auf der rechten Seite das aktuelle Live-Bild der Drohne haben, sodass die Einsatzleitung die Möglichkeit hat, das nochmal an einem großen Bildschirm anzuschauen. Sollte das nicht reichen, haben wir noch die Möglichkeit, auf einem ganz großen Monitor, den wir auch auf dem Fahrzeug mitführen, dieses Bild zu übertragen und notfalls auch etwas abseits des Fahrzeugs aufzubauen, sodass wir uns rund um das Fahrzeug wirklich nur um den Flugbetrieb kümmern können, weil einfach in dem Moment, wo wir vom Boden abheben, nehmen wir am Luftverkehr teil und dadurch ist die oberste Prämisse einfach die Sicherheit. Um auch den Luftverkehr rund um die Einsatzstelle bestmöglich im Blick zu behalten, nutzen wir von Tronic den UTM Track Viewer, den wir hier auf dem linken Bildschirm sehen. Tronic nutzt dabei das Radarsystem der deutschen Flugsicherung und die Daten, sodass wirklich alle Flugobjekte angezeigt werden. Und auch für unsere Drohne haben wir die Möglichkeit,
ein System aufzusetzen, womit die Drohne für andere Luftfahrzeuge sichtbar wird. Das ist insbesondere wichtig, weil in dem Moment, wo wir zum Beispiel einen Rettungshubschrauber hören oder sehen, es zu spät ist zu reagieren. Deshalb kümmert sich insbesondere der Flugleiter oder auch der Luftraumbeobachter darum, frühzeitig zu erkennen, wenn sich Luftfahrzeuge nähern, wo wir hier die Möglichkeit haben, das eben mit Hilfe dieses Systems frühzeitig zu erkennen. Hinter mir seht ihr jetzt einige Luftfahrzeuge der Bundeswehr, den Tornado-Kampfjet, hier hinter mir den NH90 und da hinten auch ein Eurofighter. Für mich ist es persönlich besonders interessant, denn wir waren auch mit unserer Bereitschaft bzw. mit unserem Zug damals im Ahrtal und haben über mehrere Tage die NH90-Hubschrauber fliegen sehen und die Care-Pakete oder die Netze voll mit Hilfsgütern, diese abgeworfen haben über den Ortschaften. Das konnten wir die ganze Zeit beobachten, deswegen ist es umso cooler, dann so ein Gefährt hier auch mal aus nächster Nähe zu sehen und sogar reingehen zu können. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal so ein NH90 von innen an. Bisher war ich immer nur im Rettungshubschrauber, da war es ziemlich eng. Hier ist Platz, hier kann man sogar die Füße hochlegen. 16 Sitzplätze mit den Piloten hier. Hier ist ordentlich Platz und ich glaube, so ein NH90 hat auch gut Power. Da kann man an den Lasttagen ordentlich was dranhängen. Auch Bambi-Buckets zum Löschen kann man dranhängen. Das Ding kann schon was. Hier ist gut Platz. Was ich besonders cool finde an der Messe, dass man an solche Fluggeräte, die man normal nur aus ferner Ferne sieht, dass man so nah ran kann. Ich konnte mich ins Cockpit von dem Tornado setzen, im NH90 waren wir drin. Das finde ich richtig cool. Man kann ran, es ist eine Messe zum Anfassen. Man hat hier die Möglichkeit, Dinge zu sehen, Dinge anzufassen, die man normal oder wo man normal nie die Möglichkeit hätte. Auch ein Stand von DJI Enterprise ist hier am Start. Das wird wahrscheinlich vielen was sagen. Viele der Drohneneinheiten da draußen haben eine Drohne von DJI und wir gucken mal, was es hier so gibt. Das Modell habt ihr schon in einem unserer oder in mehreren unserer Videos gesehen. Das DRK Fulda, die Drohnenstaffel, hat genau diese Drohne hier, die Matrice M300. Ist ein ziemlich großes Teil, ziemlicher Klopper, auch natürlich nicht ganz kostengünstig. Macht natürlich seine Arbeit, aber nicht jede Drohnenstaffel kann sich natürlich hier so ein High-Class-Apparat leisten. Deshalb wechseln wir mal nach da drüben und schauen uns die nächste Drohne an. Hier noch recht neu die M30T. Und wie schon zu Beginn erwähnt, sind wir gerade mit unserer Bereitschaft auch dabei, eine Drohne zu beschaffen. Wir haben uns für die Drohne entschieden. Mal schauen, wann es soweit ist. Aber hier seht ihr schon, wesentlich kleiner, knapp die Hälfte, auch leichter. Und vor allem auch das Packmaß ist deutlich kleiner, hat aber fast die gleichen Einsatzmöglichkeiten oder hat die gleichen Einsatzmöglichkeiten mit vielleicht einer geringeren Flugdauer. Ist auf jeden Fall für uns die richtige Alternative. Und sobald unser neuer ELW da ist, schauen wir mal, wann dann die Drohne auch ein Teil unserer Bereitschaft werden wird. Wir werden natürlich berichten, wenn es soweit ist. Wir sind ja immer viel unterwegs, quasi jede Woche, kommen viel rum, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land aktuell. Da wäre natürlich so ein Privatjet hier das Optimale. Hier hinten haben wir auch genug Platz für unsere Koffer, um hier so von A nach B zu kommen. Ja, und demnach könnt ihr mal kommentieren, ob wir generell mehr so zum Thema Flughafen, Flugzeug für die Rettungsbranche machen sollen. Wir hatten ja in letzter Zeit sind schon viel rumgekommen, wie du es gesagt hast, viel mit Flugzeugen und Flughäfen zu tun gehabt. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Aber sollen wir das beibehalten? Interessiert euch das weiterhin? Und welche konkreten Themen dazu interessieren euch? Ab damit in die Kommentare. Und zum Thema Drohnen hier mal ein ganz anderes Kaliber. Hier auch ein unbemanntes Flugobjekt, aber in dem Fall mit Turbine, wird mit Kerosin betrieben, zwei Rotorblätter und ich denke, das kann ich mit meinem kleinen Drohnenführerschein nicht mehr fliegen. Also hier auch was komplett anderes, unten auch mit Kamera und im Hintergrund hat man gesehen, zum Beispiel Coast Guard hier, Überwachung von größeren Gebieten. Da hat man natürlich mit so einer Drohne eine größere Reichweite und vor allem sicherlich auch weniger wetter- und windabhängig als hier das Kleine, was wir so kennen. Im Hintergrund die Bundespolizei mit einem Fluggerät, die EC-155, in der Version zum Personentransport ausgestattet. Ihr seht aber auch schon im Hintergrund das Bambi-Bucket liegen, also hier auch die Möglichkeit zum Löscheinsatz mit dem Außenlasthaken.
Hier ein breites Aufgabenspektrum, natürlich auch die Menschenrettung. Möglicherweise kann eine Winde auch installiert werden. Die Bundespolizei war mit solchen Hubschraubern auch im Ahrtal im Einsatz. Also hier ein breites Aufgabenspektrum der Bundespolizei. Vor mir habe ich nun wieder eine M300, dieses Mal aber weder von der Feuerwehr noch von einer weißen Einheit, sondern dieses Mal, wie ihr unschwer erkennen könnt, von der Polizei. Wir sind hier an dem Stand der Polizei Baden-Württemberg und wir holen jetzt mal den Michael, den Ansprechpartner, dazu, der uns erklärt, was ist das hier für ein Stand und wofür wird die Drohne bei der Polizei genutzt. Erstmal, hi. Ja. Hi, sehr gerne. Ja, ich bin der Michael Rebscher, Polizeihauptkommissar, komme von der Polizeihubschrauberstaffel, hier dort das Trainings- und Kompetenzzentrum Drohnen angesiedelt ist. Und wir haben jetzt dieses Jahr zum dritten Mal den Stand hier auf der Messe, auf der Aero in Friedrichshafen. Grund hierfür ist, wir sind nicht nur für das ganze Land Baden-Württemberg zuständig, was die Drohnenfliegerei angeht, sondern wir sind auch noch der Single Point of Contact Drohnennutzung. Bedeutet, wir sind der Ansprechpartner für ganz Deutschland, was den Drohnenflug angeht. Wir beraten, wir informieren die Kollegen, wir betreiben Marktschau. Und da haben wir hier eine wunderbare Plattform gefunden, alle Kollegen zusammenzubekommen. Auch Schweiz, Österreich sind wir sehr eng verbunden, die Bundeswehr ebenso. Und deswegen haben wir diese Fachveranstaltung. Okay, jetzt kennt ihr die Rahmenbedingungen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, was macht jetzt aber die Drohne bei der Polizei? Ihr kennt die Polizeihubschrauber sicherlich alle, aber was macht jetzt die Drohne bei der Polizei? Die Drohne bei der Polizei ist ein ergänzendes Einsatzmittel zum Polizeihubschrauber. Darum sind sie auch, oder vielmehr das Headquarter, das Trainings- und Kompetenzzentrum Drohnen bei der Hubschrauberstaffel angesiedelt. Alles, was fliegt, aus einer Hand. Und wir machen eigentlich analog zum Polizeihubschrauber die Bilder von oben. Überall dort, wo mir das Bild von oben einen Überblick bringt, sei es bei Unfallaufnahmen, sei es bei Großschadenslagen, Demonstrationslagen, wird die Drohne eingesetzt, um einfach den Polizeiführern im Lagezentrum das Drohnenbild einen Überblick zu bringen und somit das Arbeiten auch erleichtert. Jetzt habt ihr gehört, was die Drohne alles kann und wofür die Drohne eingesetzt wird. Jetzt stelle ich mir die Frage, ersetzt die Drohne jetzt den Hubschrauber? Auf keinen Fall. Die Drohne ist ein ergänzendes Einsatzmittel zum Polizeihubschrauber. Und der Polizeihubschrauber ist nach wie vor die erste Wahl, wenn es um Such- und Fahndungsmaßnahmen geht. Wir sind mit dem Hubschrauber mit der Rettungswinde unterwegs. Mittlerweile sind wir auch in Löscheinsätzen mit unseren Hubschraubern im Einsatz. Menschentransport kann ich natürlich mit unseren Drohnen nicht gewährleisten. Wir ergänzen uns da. Unfallaufnahmen, Lichtbilder von Unfallstellen oder Tatorten, die mache ich mit einer Drohne. Da muss ich dieses High-End-Produkt Hubschrauber nicht einsetzen. Der kann dafür dann primär für seine eigentlichen Aufgaben genutzt werden. Und für die einfacher gelagerten Sachverhalte nehmen wir dann die Drohne hinzu. Also wie gesagt, es ist ein Zusammenspiel, eine Ergänzung. Und das haben wir mittlerweile sehr gut hinbekommen, dass hier gar keine Konkurrenz entstanden ist. Und falls ihr uns noch nicht folgen solltet, dann jetzt hier unten auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren, damit ihr kein spannendes Video mehr verpasst. Wo fliegen wir jetzt hin? So, ja, ich gebe euch Directions, alles gut. Schau mal, vor dir hast du sechs Instrumente. Das Instrument da drunter. Da ist oben auf der 6, ist so ein, genau, dem orangenen Teil fliegt es gerade. Wir wollen ungefähr, dass der Übergang zwischen Himmel und Erde, denkt ihr halt die Berge ein bisschen weg, die verfälschen das ein bisschen. Wenn da keine Berge wären, dann würden wir den Übergang zwischen Himmel und Erde ungefähr bei 50% des Bildschirms haben wollen. Also genau in der Mitte. Weil wenn du mich jetzt mal schaust, jetzt steigst du nicht mehr. Jetzt fliegst du geradeaus. Ganz leicht trainieren. Super. Ja, ein bisschen musst du mit dem Steuerhorn immer noch. Genau die. Und nicht wegsteigen, also aufpassen, dass die Trimmung einmal ein bisschen nach vorne drehen. Ja, noch ein bisschen. Top. Genau, siehst du, da geht jetzt so eine Bergkette los, ne? Passt, ist alles super. Und genau, jetzt siehst du ja quasi, wo die Zahl auf der Startbahn steht, über diesen Zebrastreifen. Da hinziehen. Da wollen wir hin. Und ganz cool, sobald wir über den Zebrastreifen sind, machst du das Gas ganz aus. Und dann musst du den Flieger ein bisschen abfangen. Das bedeutet, kurz bevor wir aufsetzen, die Nase minimal hoch. Und Gas raus. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ein bisschen ziehen. Ganz bisschen, ganz bisschen. Super. Und jetzt vorne die Fußspitzen runterdrücken, damit du bremst. Super. Saubere Landung. Top.
Sauber. Top. Die meisten von euch kennen uns ja als, ich sag mal, Botschafter der Blaulichtbranche. Nichtsdestotrotz sind wir heute an Tag 2 hier bei einem Botschafter der Flugbranche. Es gibt tatsächlich auch YouTuber, die quasi über ja, ihr Fliegerleben berichten. Dafür sind wir jetzt zum Stand vom Pilot Frank gekommen. Das ist ein Flugzeug und ich würde sagen, er erzählt uns mal was über das YouTuber-Sein in der Flugbranche und vielleicht auch so ein paar Facts. Was muss man überhaupt machen, um fliegen zu können? Ja, moin zusammen. Hi. Ich mache das Gleiche wie ihr, nur eben im Fliegerbereich und berichte eben mit meinen Fliegern, was man alles erleben kann, wo man hinfliegen kann, was man dabei sieht, was man lernt. Einfach das Gleiche wie ihr, nur eben mit einem Flugzeug. Also mit der eigentlichen Fliegerei vor knapp 10 Jahren. Und dass ich das verfilmt habe, habe ich tatsächlich erst vor etwas über 5 Jahren angefangen. Weil ich wollte erstmal richtig das Fliegen lernen, bevor ich dann noch eine Kamera mit ins Cockpit nehme, weil es ja auch nochmal mehr Arbeit ist. Und dich unter Druck setzt vielleicht. Ja, genau. Und es lenkt mich vom Eigentlichen ab und am Ende stürze ich ab. Das wollte ich natürlich vermeiden. Und habe deswegen erst vor knapp 5 Jahren damit angefangen. Fliege mit meinen Maschinen anfangs erst durch ganz Deutschland. Jetzt bin ich gerade am Europa erobern. Und in knapp 2 Wochen fliege ich sogar rüber nach Afrika. Mit dem Flugzeug? Mit dem Ding hier, okay. Genau. Wir sind knapp 40 Maschinen in einer großen Formation und fliegen dann in den Senegal runter. Also wirklich Westafrika, sind über 50 Flugstunden, 12.000 Kilometer. Frankreich, Spanien, Gibraltar, Marokko, Westsahara, Mauretanien. Also Wahnsinn. Wird ein Riesenerlebnis und auch mein aktuell bestes Erlebnis. Hört sich für mich auf jeden Fall super interessant an. Was man alles erleben kann, wo man alles hinreisen kann, ist natürlich was ganz anderes, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja, bestimmt. Viele haben vielleicht so diese Vision oder den Traum vom Fliegen, aber ich denke, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so jeder ermöglichen können. Was muss man denn machen, um sowas fliegen zu können? Wie lange dauert es und vielleicht mit welchen Kosten ist es verbunden? Also du hast eigentlich, wenn du deinen Flugschein machen willst, 2 Wege. Zum einen entweder gehst du in einen Flugverein, ja, und machst im Verein quasi deinen Schein. Der Vorteil ist, dass er deutlich günstiger ist. Da zahlst du, um so ein Ding fliegen zu können, hier, das ist ein Ultraleichtflugzeug, keine Ahnung, 3.000 Euro, 4.000 Euro. Allerdings kann die Ausbildung länger dauern. Es kann dann schon fast ein Jahr dauern, ne? Weil Verein, alle freiwillig, alle nebenbei, alles, es ist halt Hobby. Ne? Wenn du aber sagst, hey, ich gehe in eine Flugschule, die das hauptberuflich machen, dann ist es wirklich möglich, so einen Schein in 3 Monaten zu machen. Allerdings legst du dann halt auch, keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Euro hin. Na, das ist immer so ein Spalt. Also das ist so circa der Kostenrahmen und dann musst du für dich selber entscheiden, willst du in den Verein gehen. Der Verein ist auch immer mit Verpflichtungen verbunden, Arbeitsstunden und so weiter. Ja? Aber viele lieben auch das Vereinsleben und machen das halt während dem Vereinsleben nebenbei ihren Schein für einen schmalen Taler. Ne? Nice, okay. Ja. Und das Fliegen an sich, also jetzt habe ich einen Flugschein, jetzt brauche ich noch ein Flugzeug. Dann geht es auch da wieder los, wenn du in einem Verein bist, dann wollen ja alle fliegen und das möglichst kostengünstig. Und dann kannst du in einem Verein so ein Ultraleichtflugzeug für, keine Ahnung, 80 Euro Flugstunde chartern, inklusive Sprit. Na, da sagt man immer nass, sagt man dazu, Nass-Charter. Geht bei 80 Euro los, können auch 100 sein, können auch 120 sein. Das ist eigentlich so der Preis. Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich kaufe mir mein eigenes Flugzeug. Da gibt es auch, wie wenn du sagst, was kostet ein Auto? Es gibt Ultraleichtflugzeuge für 10.000 Euro, es gibt aber auch welche für über 300.000 Euro. Da musst du dann abwägen. Ja? Willst du dir ein eigenes kaufen? Kannst du es dir leisten? Man braucht dann auch immer einen Hangarplatz, wo man es irgendwo unterstellen kann. Das ist auch immer ein Problem, weil die Hangars sind voll. Ja, es ist so ein bisschen jonglieren mit allem. Aber man kommt eigentlich, wenn man das Ganze in einem Verein macht, da seinen Schein macht und da die Maschinen chartert, kommt man recht günstig in die Luft tatsächlich. Okay, ja. Also super interessant, super cooles Thema, auch für uns was ganz Neues, uns mit diesem Thema mal zu befassen. Wenn ihr mehr wissen wollt, alles rund um die Fliegerei, checkt mal seinen Instagram-Kanal ab, den haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da könnt ihr dann den Frank in seinem Flugzeug hierher fliegen sehen. Ja, das stimmt. Super. Vielen Dank für den Besuch. Danke dir. Und bis bald. Viel Vergnügen noch. Danke. Vielleicht auch ein kleines Zwischenfazit. Wir nehmen heute an Tag 3 auf. Es war soweit eine sehr gute Messe. Die Aero Drones findet jetzt heuer zum 3. Mal in der Art und Weise statt, wie sie dieses Jahr stattfindet. Die Aero Drones ist ja 3 Tage, vom 19. bis eben heute Freitag, einschließlich den 21. hat den Fokus eben auf die BOS-Kräfte. Und wir sind sehr stolz, auch in diesem Jahr wieder unsere Partner mit an Bord
zu haben. Das ist einerseits die Polizei Baden-Württemberg und eben auch das BBK. Wir begrüßen dieses Jahr roundabout 50 Aussteller in der Halle A2 und allein der Start, ich war selbst dabei bei der Eröffnungsveranstaltung, ist extrem gut angelaufen. Viele Besucher, viel Interesse und das Wichtigste auch viele unterschiedliche Aussteller von Seiten der Industrie, von Seiten auch Behörden, von Seiten der BOS-Kräfte. Wir haben hier Feuerwehren da, wir haben das DRK da, da sind wir ganz besonders stolz auf diese Mischung. Ach super. Ach, geil. Ui, ui. Das war's von der Messe hier aus Friedrichshafen. Ihr seht, es geht mächtig ab und wir haben viel gesehen. Und wenn ihr hier neben klickt, dann könnt ihr das andere Video sehen. Aber welches, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ui, ui, ui. Geil.